Hallihallo, meine Lieben. Willkommen wieder in meinem Bastelzimmer. Mein Name ist Yves van der Ploeg. Ich bin unabhängige Demonstratorin bei Stampin' Up. Und heute basteln wir das dritte Kärtchen von das Kartenbuffet to go März. Ich freue mich schon voll auf dieses Projekt. Es war eine sehr zeitintensive Karte in der Vorbereitung, aber ich habe einfach nicht aufhören können mit, ah ja, das wäre noch schön und ah ja, das wäre doch cool. Also wieder ein richtiges Eve-Kärtchen heute und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wie geht's euch denn? Wie geht's euch? Ich schau mal, ob alles klappt mit der Technik. Hallo Janine, grüß dich, kannst du mich hören und sehen? Alles wieder mal okay. Mei, die liebe Janine hat ja schon eine Gruppe erstellt, wo wir unsere Karte denn am Schluss wieder reinstellen können. Eben, die Nina hat es auch schon geschrieben, da warst du ja wieder super schnell, wirklich super schnell. Hallo Sarah, grüß dich. Ja, cool, ich sehe mich noch nicht, aber ihr seht mir mal, das ist schon mal gut. Hallo Martina, oh, suppiduppi. Ich zeige immer noch nicht auf. Ich bin nicht in die falsche Gruppe live, oder? Das wäre es noch. Das wäre es ja noch. Es ist ein bisschen immer eine Verspätung dabei bei mir. Wie geht's euch denn? Müde, schreibt Sarah. Oh, hast du heute wieder arbeiten müssen? Oder was habt ihr heute gemacht? Es war ja bei uns im Vorarlberg sehr, sehr kalt. Aber dafür hat die Sonne versucht, gute Laune zu bringen und war es trotzdem ziemlich schön. Wir haben es genossen, wir waren wieder draußen. Ich habe wieder Tennis gespielt. Ich muss sagen, ich muss langsam aufpassen, dass mein Nacken und meine Knie da toll mitmachen. Aber solange es Spaß macht, mache ich weiter. Hallo Angela, juhu. Die eins nach die anderen kommt online. Ich sehe immer noch nicht mein Live-Feed. Bin ich schon richtig? Alles wäre es noch. Falsche Gruppe. Nein, also von den Leuten her sind es die Richtigen, die schauen. Aber es ist okay. Ja, mein Post und was heute im Säckle drinnen ist, kann ich sehen. Aber irgendwie will es mir da nicht anzeigen, dass ich jetzt live bin. Ich brauche das nämlich während dem Bastler jetzt noch nicht. Jetzt kann ich mich ja hier noch sehen. Aber wenn ich das Handy dann drehe, dann ist sozusagen mein Sicht oben und kann ich gar nicht sehen, was ihr seht. Ob ich also im Bild bin mit meinem Projekt oder nicht, kann ich dann nicht sehen. Und das ist immer praktisch, um denn die Kommentare und das, was ihr seht, auch da zu haben. Auch wenn es ein bisschen Verspätung gibt. Oh, die Sarah, die schreibt, ja, musste am Nachmittag Corona-bedingt einspringen. Oh je, doof. Hallo Renate. Cool. Eben, ich muss jetzt die Kommentare hier lesen, weil es zeigt mir es einfach nicht an. Sturkopf. Genauso ein Sturkopf wie ich. Das bringt mir aufs Nächste. Ich bin ja ein Stier. Sternzeichen Stier. Das heißt, für die Kenner unter euch, die wissen das schon, ich habe bald Geburtstag. Ich habe bald Geburtstag. Ich habe nächsten Monat, am 24. April, werde ich 31. Letztes Jahr habe ich Corona-bedingt meinen Geburtstag nicht feiern können und heuer schaut es auch wieder so danach aus, dass wir ja nicht großartig feiern können. Du könnt, ah, warte mal, Entschuldigung. Am PC könntest du Steuerung und F5 Drucker, das löscht den Cache und zeigt dir dann manchmal an, dass du live bist. Echt? Probiere ich mal. So, wenn ich dann jetzt abstürze. Ah, nein, das ist wieder was anderes. Das ist mein Handy. So. Zack. Hat es was gemacht? Ich weiß es nicht. Es hat nichts gemacht. Passt es. Hallo Elke, du bist nun auch dabei. Cool. Hallo Johanna, hallo Johannes Mama. Ah, Martina, ist deine Mama auch dabei? Musste ich noch fragen? Oder habe ich das schon überlesen? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt da auf mein Handy ein bisschen rumfummeln, um eure Kommentare zu lesen. Ich sehe es immer noch nicht. Mann, wie doof.
Aber derweil erzähle ich euch einfach jetzt von meiner Geburtstagsidee. Ich tüftel im Kopf schon ein bisschen länger herum mit einer Idee, was ich voll gern umsetzen möchte. Und das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich mache nämlich ein Geburtstags-Bingo. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Bingo, das spielen doch nur alte Leute. Nein, das macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und zwar können wir das online machen und kann ich es mit einem Workshop verbinden. Und ich habe gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und ihr seid die Erste, die es hört. Außer die Elke und die Janine haben es schon gehört. Aber sonst seid ihr die Erste, weil ich werde es erst morgen posten, dass eben, dass man sich dafür anmelden kann. Plätzle sind sehr begrenzt, weil es hat nämlich zu tun mit einem Stempelset. Stempelsets habe ich schon da. Ich habe ungefähr um die 12 Stück. Ich muss noch mit Martina reden, ob sie mir ihre auch verkauft, sonst hätte ich noch ein Plätzle mehr. Aber ich möchte gerne. Janine hat mir gerade was geteilt. War das wichtig? War das wichtig? Vielleicht funktioniert es. Ja, es funktioniert. Danke, Janine. Danke. Super, super. Ich mache weiter. Geburtstagsbingo. Ich bin so schnell abgelenkt, gell? Also, ich mache da ein Geburtstagsbingo. Und da gibt es natürlich Preise zu gewinnen. Drei Preisen werde ich verlosen. Also mehr als einen Preis am Abend kann man nicht gewinnen. Ich habe so die Regeln ausgedacht, dass wer gewonnen hat, darf zwar natürlich noch mitspielen, aber kann jetzt nicht zwei, dreimal gewinnen. Das wäre ein bisschen unfair. Wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, die voll Glück hat, wäre es die anderen gegenüber natürlich ein bisschen unfair. Also habe ich gedacht, mehr als einmal kann man nicht gewinnen, aber ich werde ganz tolle Preise für euch machen und mit euch teilen. Und danach, anschließend, möchte ich dann noch mit euch basteln. Wir werden denn nicht an meinem Geburtstag selber, sondern am 23. April, das ist ein Freitagabend, der ursprüngliche Kartebuffet-Abend, da werden wir das machen. Da ist dann eben ein Stempelset dabei. Da sind dann alle Materialien, die ihr braucht, um sonst die Karte zu machen. Allerdings sind diese noch nicht zugeschnitten. Nachteil ist eben, wenn man keine Papierschneidemaschine hat, dass man das dann noch zuschneiden muss, oder für diejenigen, die es gern bequem haben. Tut mir leid, es ist noch nicht zugeschnitten. Vorteil davon ist, dass ihr ein bisschen noch was übrig habt, um dann selber auch noch danach noch was zu machen mit diesen Sachen. Also das ist denn wirklich Farbkarton, Designerpapier, Bändel, Schnicki-Schnacki, alles ist dabei. Außer Kleber, so wie gewöhnt vom Kartebuffet, Kleber ist nicht dabei. Und Anmeldeschluss ist bis der 15. April, weil am 16. möchte ich es gerne losschicken. Also ja, 12 Plätze, eins ist schon besetzt. Ich freue mich voll. Auf jeden Fall gibt es morgen noch mehr Infos drüber. Und ich bin einfach gespannt, ob wir das hinbekommen. Mal wieder so eine ganz neue Idee. Und ich habe gedacht, ich teile es zuerst mit euch, meine treue Kartenbuffet-Gruppe. Jetzt mache ich den weiter. Jetzt kann ich denn das Video sehen. Dank die liebe Janine. Jetzt muss ich da mal schauen, ob ich auch hier die Kommentare denn lesen kann. Jetzt muss ich ein bisschen nachholen. Jetzt habe ich viel gequatscht, gell? Auf die Plätze los, schreibt Janine. Gleich vormerken, das wird der Hammer. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Mei. Also, in der Kommentaren will ich jetzt nicht laden. Heute ist ein bisschen der Wurm drinnen. Gewinnen ist immer super, schreibt Angela. Ja, das stimmt, das mag ich eben auch voll gern. So Tombola-Idee. Voll, voll cool. Also die Martina hat gesagt, sie kann mir zwei geben. Das heißt, 14 Plätzchen insgesamt, 13 sind noch frei. Die Janine sagt, warte, ich markiere dich hier im Kommentar. Ja, super. Super, Janine, das hat funktioniert, jetzt sehe ich. Es, nein, heute nicht, schreibt Martina. Das heißt, Brigitte ist nicht dabei, leider, leider.
Manuela. Manuela schreit, was ist das Schönste an der ganzen Woche? Samstagabend basteln mit Eve. Gottes Willen. Danke. Das ist so lieb. Oh, ich will's dahin. Ah, okay, Elke ist nun auch dabei. Ja, genau, hallo Elke. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, oder? Verzeihung, wenn noch nicht. Elke und ich haben uns ja heute auch gesehen und muss ja noch morgen Federn kaufen für die Osterei-Goodies. Ja, gut, dann bin ich up to date, glaube ich. Habe es gerade in meinen Kalender eingetragen. Schreibt Elke, juhu, ich freue mich schon drauf. Danke, Eva, ich freue mich auch. Das wird so cool. Ich habe einfach gedacht, ich kann ja keine Leute einladen und einige von euch sind so weit weg und ich möchte es doch auf irgendeine Art und Weise ein bisschen feiern mit Leuten und sozial. Und dann habe ich gleich gedacht, gut, dann teste ich das Bingo-Idee mal aus. Das wird voll, voll cool. Jetzt muss ich einen Schluck Wasser nehmen. Das mit dem Live-Dings, dass ich das nicht gefunden habe, hat mir ein bisschen Nerven geraubt. Aber ich habe der Putzi heute dabei, stell dir vor. So eine Vorbereitung. Ja. Was ich euch auch noch sagen wollte, tut mir leid, heute quatsche ich voll viel. Aber für diejenigen, die also keine Schneidemaschine haben und sich gerade am Überlegen sind, soll ich eins kaufen, soll ich nicht, ist es da innerhalb von der Zeit oder ich habe kein Kleb mehr oder was auch immer. Ich schicke morgen Abend eine Sammelbestellung los. Das heißt, ich übernehme die Versandkosten, die Stampin' Up zu mir hat, also Versandkosten von Stampin' Up zu mein Haus, nach mein Haus. Und dann kann ich es natürlich einfach in euren Kartebuffet April-Bäckler einpacken oder sonst, wenn ihr beim Bingo dabei sein möchtet, packe ich es natürlich in dem Bäckler einfach dazu. Das ist ja kein Problem, das wird dann auch noch rechtzeitig ankommen. Also das ist gut. Wenn ihr noch etwas braucht fürs Kartebuffet April, fürs Bingo oder sonst noch irgendwelche Wünsche habt, dann bitte gebt mir Bescheid bis morgen Abend 8 Uhr. Dann werde ich hier sitzen wieder und die Bestellung losschicken. Gut. Genug Ankündigungen, oder? Jetzt quatsche ich dann mal über was wir heute verwenden. Juhu. Drehe ich mal die Kamera um. Schauen wir mal, ob das wieder geht. Ta 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 ta. Und schwupp. Jawohl. Ich hoffe, es ist wieder tief genug. Gestern habe ich gesehen, dass es wieder so ein bisschen versucht hat zu fokussieren. Aber ihr müsst es mir einfach sagen, wenn es nicht scharf ist. Gut. Ha! Dann zeige ich euch mal. Als allererstes, was wir heute denn basteln, weil ich freue mich so wahnsinnig. Wir machen ja Fensterladen und die Frage war, rot oder braun für Fensterladen? Eine Liebe von euch hat gesagt, bitte, bitte mit Gelb dazu. Gut, können wir auch machen. Gelb passt auch gut. Ich habe hier jetzt ein Beispiel in Rot da. Ich finde sie voll cool. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Jetzt versteht ihr denn vielleicht auch, wieso ich da gesagt habe, wir brauchen Wandmuster oder irgendein Holzoptikmuster oder sowas, sei es jetzt eine Prägeplatte oder ein Papier oder eine Stanz oder irgendetwas. Sei kreativ, denk ein bisschen außerhalb. Ich zeige euch das jetzt schon, damit ihr wissen, was ich da jetzt genau meine. Jetzt muss ich, glaube ich, noch näher rankommen, gell? Dass ihr das da sehen könnt. Oh Gott, sind meine Nägel gelb. Ich habe vorher Mandarine gegessen. Voll menschlich. Ja, also so ein Optik, also das ist jetzt der Präger vorm Mauerwerk, habe ich da verwendet. Und das macht dieser coole Optik. Aber ich habe gedacht, Holzdiele ging ja auch noch, wenn man irgendwas hat mit Holz oder so. Es geht ja auch super. Und fürs Fenster habe ich da das glänzende Papier verwendet, dass es ausschaut,
als ob da die Sonne gerade im Fenster scheint. Ich finde sie süß. Krieg schon Herzle. Dankeschön, Sarah. Jetzt zeige ich euch denn, welche Produkte ich da in euren Bäckchen eingepackt habe. Ich fange hier bei den ersten Dingen an. Die Blümchen, die jetzt wahrscheinlich gleich einmal reichlich auf eurem Büro aufgestreuselt werden wie Konfetti. Diese Blümchen habe ich ja mit der Hahnstanzer Blumenkonfetti gemacht. Und da hast du in einen Zack gleich die ganze Reihe Blümchen raus. Also voll cool. Jetzt muss ich gerade wieder schauen. Ja, genau, dass ich eure Kommentare auch noch sehen kann. Sie sind sowieso ein bisschen verspätet, aber nicht, dass ich sie ganz übersehe. Das wäre nicht toll. Also die Blümchen habe ich verwendet. Dann habe ich noch verwendet. Also ganz viele Stanzformen. So viele Stanzformen. Ich habe aus den Stanzformen Gartentor die Ranken verwendet. Diese Ranke werden denn die grüne Ranken dahinter, auf dem wir die Blümchen denn kleben können, für den natürlichen Touch. Dazu habe ich dann noch verwendet, muss ich gerade schauen, die Herzchen, die ihr dabei habt, sind aus dem Anhänger-Trio. Und ich habe ja beide Herzchen gleich verwendet. Also ihr habt entweder die großen oder die kleinen mit noch die extra die Umrandung. Da könnt ihr dann die Umrandung verwenden oder das kleine Herz oder natürlich beide. Und bei die große kann man einfach die große verwenden, wie auch hier auf dem Beispielkärtchen. Die sind aus dem Anhänger-Trio. Und solche tolle kleine Details sieht ja verschwinden meistens, weil du denkst an Anhänger-Trio, dann denkst du natürlich an diese Form. Aber die kleinen sind auch noch ganz süß. Da sind ja auch Schneeflöckchen dabei und die kleinen Pumpkins, die kleinen Kürbisse. Dann habe ich verwendet das Mauerwerk, habe ich ja schon gezeigt, gell? Mauerwerk. Und ich habe dann noch mal geschaut und gedacht, man kann da natürlich auch voll super das Holzdielen verwenden. Aber auch zum Beispiel das antikes Papier. Das ging ja auch noch als irgendein Stückwerk oder so. Struktureffekt. Textil mit Stil. Also alles, was irgendeine coole Struktur hat, kann man natürlich auch einfach als Wand verwenden. Außenwände gibt es in alle möglichen Arten und Weise. Jetzt muss ich gerade Kontrolle machen, ob ich jetzt alles gezeigt habe. Jawohl, das war der Hauptkatalog. Und dann gehen wir noch zum Mini-Katalog und eben das Fensterchen, was ich da gemacht habe, habe ich gemacht mit das Perlmutt-Glanzpapier. Und das ist voll schön. Die kommen in solche große Bogen. Ich habe auch gedacht, nicht rascheln und reden gleichzeitig. Ich habe auch gedacht, das kann man sicher auch ganz gut anmalen. Ist ja beidseitig glänzend. Das ging ja sicher auch, wenn man das jetzt anmalt in Blau, oder? Oder Wölkchen oder sowas. Wenn man noch ein bisschen extra Effekt vom Fenster haben will. Ging sicher auch. Perlmutt Glanz Spezialpapier. Und verwendet habe ich natürlich, also das war ja schon klar bei dieser Karte, das Produktpaket Welcoming Window. Das ist mit dieser Fensterblumenkastenstanzformen gemacht. Und damit habe ich das gemacht. Ich habe da wirklich bei dieser Karte Design, ich wollte unbedingt diese Fenster Laden verwenden und habe dann diese Beispiele gesehen und Beispiele im Pinterest gesehen und es war einfach alles nicht so
nicht so genau das, was ich gern hätte, was eh, wenn es so irgendeine Idee in dich hast, aber du weißt noch nicht genau was. Du weißt nur, dass es nicht so ist, wie da jetzt gerade auf dem Bildschirm. Kennt ihr das? Also bei mir geht das oft so. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich alles habe. Blümchen eben wie Konfetti. Das war's. Gut. Man braucht ja eigentlich nicht so viel, aber ich habe, glaube ich, bei jedem Säckler ein bisschen extra was dazu getan, falls noch was irgendwo verklebt oder so. Da und da die ganze Blümchen. Und dann habe ich ganz frustriert, ich habe schon 2 Gärtchen gemacht und ich war dann voll frustriert. Und dann habe ich meine Mama angerufen, dann haben wir gequatscht und dann hat sie über ihre Zahnprobleme geredet. Jetzt denkt ihr denn wahrscheinlich, wo will sie jetzt hin? Das sage ich jetzt, weil das voll eine Erinnerung bei mir zurückgebracht hat. Und ich habe gedacht, wo wir immer zum Zahnarzt in Holland gefahren sind, sind wir immer bei diesen süßen Häuschen vorbeigefahren mit den süßen Fensterlädchen mit den Herzchen drauf. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Wir machen rote Fensterläder mit Herz drauf. So ist das also entstanden. Die Nina schreibt gerade, zum Glück habe ich euch noch gefunden. Fast verpasst. Oh nein. Dieses Mal wurde mir das Live-Video nicht angezeigt. Bei mir eben auch nicht, Nina. Ich habe es auch nicht gefunden. Oh je. Ich hoffe, es geht nicht noch mehr so. Ich hoffe, alle finden jetzt heute Abend zu mir, die mitbasteln möchten. Jetzt bin ich beruhigt und kann es losgehen. Jawohl, Nina. Sehr, sehr gut. Oh ja, sehr oft, schreibt Martina. Ja, eben. Du hast einfach irgendeine Idee und es muss ungefähr so und so sein, aber du weißt noch nicht genau wie. Und alle anderen Ideen, die du findest, passen einfach nicht dazu. So wie man das gerne hätte. Kennt ihr das? Ja. Also, Martina hat schon ja gesagt. Ich lege jetzt mal einfach mein ganzes Blatt jetzt auf die Seite, weil ich hole meinen Big Shot hoch. Big Shot heißt er ja nicht mehr. Der Cut and Boss. Um Gottes Willen, Yves, sag's doch richtig. Na, wenn der Cut and Boss oder auch der Big Shot auf ein Blatt steht, dann tut er gerne rutschen und das möchten wir natürlich nicht. Oder? Nein, die kleine brauche ich nicht. Ich brauche hier das große Weiße. Und dazu brauche ich dann die Prägeform Mauerwerk. Das ist jetzt ein 3D-Prägeform. Könnt ihr da sehen auf der Verpackung. Ich behalte gerne die Verpackung auch dazu für solche Details. Bei der 3D-Prägeformen kann man jetzt mit der neuen Cut-Emboss-Maschine von Stampin' Up! Immer wissen, wenn es ein 3D ist, Verwendung mit 3D-Prägeformen steht auf der Basisplatte, brauchen wir Nummer 1, das ist der Basisplatte, und der Nummer 4, das ist die dunkle. Und die kommt auch schon dabei. Wenn man eine Cut-Emboss-Stanzmaschine kauft, dann sind diese 5 Platten sind es eigentlich. Also ein dicker, ein dünnerer, ich habe sie jetzt nicht da, ich habe sie schon vorbereitet hier hingelegt, ein dünnerer, die einfach dazwischen kommt, 2 durchsichtiger und dann diese Nummer 4 für 3D. Also die möchte ich jetzt verwenden. Halbwegs gerade legen wir das rein. Immer halbwegs gerade, ungefähr. Ist ja handgemacht. Darf ein bisschen schief sein. So, aber ungefähr gerade ist schon schön. Und das drehe ich jetzt durch die Stanz- und Prägemaschine. Und dann hat man diesen coolen Optik. Ja, voll cool. Jetzt wollte ich eigentlich noch was zeigen, fällt mir gerade ein. Ich hoffe, ihr habt es nicht eilig. Ich weiß, ich quatsche immer viel und gern, aber ich möchte euch noch was zeigen. Jetzt hätte ich das beinahe vergessen. Oh je, sie holt die Schneidemaschine raus. Was hat sie schon wieder vor? Ich höre euch denken.
Dieses Blatt weiß war ja bei 10 mal 14,4. Also will ich schnell 14,4. Dunkles verschneiden, helles fürs Prägen oder Falzen. Also ich habe jetzt noch ein Stückchen weiß. Jetzt nehme ich dann einen Roller, gern verwendet. Könnt ihr ja sehen. Jetzt nehme ich da ein Wildleder Stempeltinte und nimm jetzt nicht das Papier, sondern die Prägefolder her, also die Prägeblätter. Ich rolle jetzt nicht hin und zurück, sondern roll immer weiter, damit der ganze Roller überall Tinte hat und nicht nur das eine Stückchen, was mir hin und zurück rollt. Und genau das mache ich jetzt auf diese Prägeform auch. Überall schön verteilen. Ich mache es jetzt gleich auf beide Seiten. Manchmal weiß man nämlich nicht, welche Seite jetzt die schönste ist. Das ist unterschiedlich. Und ich tue überall ein bisschen Tinte drauf. Gar nicht viel, es muss echt nicht viel sein. Aber einfach ein bisschen. Und lege jetzt da meinen neuen frischen Papier rein. Und mache das. So. Der kommt jetzt nochmal in der Cut Emboss Maschine. Immer wenn man Prägeform reinlegt, immer die geschlossene Seite, also die Seite, die nicht aufgeht, diese Seite geht auf, da nicht, die geht zuerst rein. Weil sonst kann es sein, dass durch den Druck von der Maschine diese zwei Blätter voneinander weggeschoben werden. Und das möchten wir nicht, weil das ist nämlich sehr schwierig zu flicken. Also wenn man daran denken kann und das verhindern kann, ist immer gut. Jetzt habe ich ganz wenig Braun auf meinen Prägefolder gemacht. Und jetzt schaut es dann so aus. Und jetzt zeige ich euch da mal den Unterschied. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Siehst du, wie viel mehr das jetzt rauskommt? Da musst du recht schauen. Aha, das ist geprägt. Und da sieht man das voll. Und da auch. Warte mal. Arjan, was tust denn du in dieser Gruppe? Warte, ich bin jetzt voll schockiert. Okay, da ist jemand in der Gruppe, ein guter Freund von mir, der gar nicht in die Gruppe hört. Aber passt gut. Das ist ja nicht schlimm. Also das ist echt ein Riesenunterschied, oder? Wenn man das jetzt anmalt. Und beide Seiten sind schön. Also da kannst du, ich tue gerne, lieber gleich beide Seiten anmalen, weil dann kann man immer noch schauen, welche Seite finde ich jetzt das Schönste. Aber ich finde das echt voll cool. Das ist so ein Unterschied. Und das schaut dann recht so, ja, wie ein Außenwand an. Wollte ich euch zeigen. So. Jetzt da. Kann man das Weiße aufs andere Weiße kleben, auf der Grundkarte. Also das kann man da jetzt raufkleben. Überall ein bisschen Tombow. In das Tombow Tierle stecken für die nächste Runde. Und das tun wir jetzt wieder halbwegs mittig. Da rein.
Muss ich auch so machen, schreibt Angela. Ja, cool, wo toll, schreibt Johanna. Cool, I'm learning crafts, sagt Arjun. Oh Gott, Arjun, you're not supposed to be here. How did you get in this group? Das ist ja unglaublich. Ah, okay, jetzt bin ich voll abgelenkt. Jetzt machen wir mal das Fensterchen. Also diese Seite hat ein bisschen Kleb drauf. Der will nicht weg. Also nehme ich einfach die andere Seite. Da möchte ich dann ein bisschen Tombow da drauf geben. Dass wir überall ein bisschen Kleb haben, dass es hebt. Steht ja keine Spannung drauf, also muss nicht überall perfekt sein. Und ja, nicht zu viel, weil sonst kommt es überall raus aus die Rändchen. Das möchten wir nicht. Jetzt muss ich da schauen. Kriege ich das wieder schön auf mein Papierchen? Jawohl. She's really good. Arjun bastelt selber ja gar nicht, aber er ist immer sehr begeistert von was ich da mache und kauft auch denn gerne Kärtchen für seine Freunden und Kollegas und ja. Darum war ich jetzt überrascht. Ist dein Butler? Ist der dein Butler beim Einkaufen? Ja, genau. Genau. Die Scherz habe ich dir mal erzählt, gell? So lustig. So, jetzt haben wir das Fensterchen fertig. Theoretisch kann man die ja auch schon ankleben, wo man es will. Ich habe mir bei dieser Karte total schwer getan. Welchen Spruch nehme ich jetzt? Welcher Spruch passt da dazu? Eigentlich alles, was mit Blumen zu tun hat oder einfach so. Man kann ja auch innen drinnen noch was stempeln. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine Karte, die ist ja von ganz alleine auch schon schön, oder? Da braucht es nicht immer einen Spruch dazu. Ich weiß, das ist ja fürchterlich. Kann ich ja eigentlich als Bastelbegeisterte nicht sagen, gell? Na, aber manchmal braucht es nicht unbedingt einen Spruch. Wäre aber schön, wenn ihr die richtigen Sprüche zu Hause habt, natürlich. Rauf damit, bin ich sehr gespannt, was ihr da macht. Aber für mich irgendwie. Ich bin nämlich, Thema, was ich heute auch schon besprochen habe, mit der liebe Elka. Ich schicke nämlich gerne ab und zu mal ein Kärtchen, einfach so, ohne Anlass. Einfach so. Das habe ich vor allem letztes Jahr angefangen, wo Corona war. Und ich wollte ja eigentlich letztes Jahr April meine Familie besuchen gehen in Holland. Und das ist dann natürlich ins Wasser gefallen. Und ganz viele waren auch enttäuscht von meinen Verwandten, die sich gefreut haben, mich wieder zu sehen, meine Kinder wieder zu sehen. Und ich habe dann gesagt, gut, dann schicke ich mein Kärtchen. Bevor ihr jetzt auch auf die andere Seite diesen Metallteilen aufkleben, an den Fensterladen, möchte ich da einen kleinen Trick zeigen, wenn ihr es nicht eh schon wissen. Ihr Bastel-Profis, wenn man sie nämlich ganz nah aneinander hinlegt, kann man genau sehen auf der anderen Seite, wo der hingehört. Voll cool. Also das ist eine Karte, die braucht ein bisschen Geduld, gell? Weil man ganz genau hinkleben muss. Und dann bin ich immer froh, wenn ich da der Tombow habe. Der Flüssigkleber, weil der ist nämlich nicht gleich trocken. Das ist sehr gut. Da kann man noch ein bisschen schieben. Hab den Link deines Lives in der Gruppe für März geteilt, falls dich noch jemand sucht. Mei, danke schön. Bin ich nicht in der Gruppe live? Ich frage mich echt, wo ich denn live bin.
Irgendwie heute ist mein Live da ins Netz zu finden durch meine Freundin. Vielleicht bin ich auf meiner Stamping It Up Seite live gegangen. Kann das sein? Ich habe echt gedacht, ich war in der Gruppe. Ah ja, dann kriegen Sie ein kleines Beispiel, wie das so ist beim Kartebuffet. Jetzt muss ich aber leider sagen, meine Lieben, das Kartenbuffet April ist ausgebucht. Die letzten Plätzle sind vergeben. Aber die Anmeldung für Mai ist offen und für das Bastelbingo in April. Also wenn ihr noch Bock habt, was zu machen in April, dann gerne beim Bastelbingo, Geburtstagsbingo, auf deine Stampin' Up Seite. Echt jetzt, Sarah? Bin ich voll falsch dran gewesen? Ich weiß nicht. Habe ich da Vogel im Handy gehabt? Meine Güte. Gibt's denn das? Nach so vielen Mal live gehen, kann das immer noch falsch laufen. Egal, jetzt sind wir schon dran, oder? Jetzt machen wir denn das Kärtchen fertig. Das macht ja überhaupt nichts. Habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich der Arjen verscheucht habe. Und meine Freundin ist in April dabei. Juhu, ja, sie hat mich gemailt. Voll cool. Freue mich. So. Was ich da machen möchte mit diesen Fensterlädele, ist, ich möchte sie nicht ganz hinkleben, sondern möchte hier auf die Rändchen tue ich da ein Menschennuss hin, damit es ausschaut, als ob diese Fensterlade nicht ganz an der Wand sind, sondern ein bisschen entfernt, so wie das manchmal so ist. Da tue ich die Dimensionals hin, damit es da rausguckt. Janine hat es rausgefunden, ja. Janine hat es rausgefunden, voll cool. Ich bin echt froh, dass die Janine dabei ist und mir mit solchen Feinheiten hilft, auch in welchen... Wie sagt man das Album, wenn man denn die Fotos und so speichert, die Janine, die macht das immer so toll. Das ist echt fein. So eine coolen, lieben Freundin zu haben, ist Gold wert. So, und ich lege jetzt diese Fensterladen hier ganz am Rand. Das erste Stückchen habe ich ja mit Tombow versehen. Also das erste Stückchen könnt ihr dann andrucken und der Rest klebt von selber mit den Dimensionals. So, und natürlich auch die Rückseite von den Dimensionals schon mal weg. Und da ein bisschen Tombow. Also auf die Innenseite vom Fensterlädele tun wir da ein bisschen Tombow. Immer gern, liebe Eve, schreibt Janine hier, danke. Voll fein. So, jetzt kommt denn diesen kleinen Fensterbank oder Blumenhalter noch dran. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe hier auf der Hinterseite vom Blumenkästchen habe ich da, jetzt fällt mir gerade mein Block, für wenn ich den Verser mag, zack, ein Stückchen doppelseitigen Klebeband hingetan, noch nicht hinkleben. Das mache ich nämlich nur, dass dieser Ranken gut heben. Und natürlich dürfen sie runter nicht rausschauen. Also mache ich das so. Natürlich kann man sie auch abschneiden, falls sie jetzt runter doch noch unten doch noch rausgucken. Tun wir die einfach weg. Und da auf die andere Seite
auch noch eine Blumenranke. Und jetzt kann man da mit der Menschennuss noch ein bisschen tiefer da reinbringen. Noch ein bisschen tiefer. Also das klebe ich jetzt einfach über das doppelseitige Klebeband und eine hier in der Mitte über diese Ranke. Vielleicht tue ich da ein bisschen mehr der Menschennuss hin als sonst, damit die Karte nicht doch noch auf das doppelseitige Klebeband hängen bleibt. Das möchten wir natürlich nicht. Nicht, dass es dann so ein ganz komischer, gewellter Blumenkasten wird. So, da die Dimensionals. Kennt ihr das? Dass diesen Dimensionals durchs ganze Haus, liegen. Überall, an den Socken nimmt man die, glaube ich, einfach mit. Dann geht man im Urlaub. Und dann findet man noch Dimensionals. So, und diese Blumenkasten, jetzt muss ich ein bisschen zu mir da holen, damit sie mittig ist. Klebe ich so hin. Und diese kleine Blümchen kann man entweder mit Tombow hinkleben oder mit Klebepunkten. Ging natürlich auch. So. Und die tue ich jetzt wirklich einfach überall verteilen. Hier ein Gelbe, da ein Orange. Ich bin schon so gespannt, wie eure Kärtle wieder ausschauen. Gott, ihr könnt es gar nicht glauben, wie ich mich immer freue, eure Kärtchen zu sehen. Das ist so cool, was ihr wieder für tolle kreative Ideen habt. Oder sogar den mehrere draus macht. Das ist so cool. Ja, echt. Ich freue mich denn immer einfach mit. Dass es klappt hat, dass es funktioniert hat, dass es wieder schön ausschaut, dass auch ihr voll einen kreativen Spirit bekommen habt. Also echt. Hier noch ein Blümchen und für die ganz Kleine muss ich schon Tombow verwenden, glaube ich. Ja, sonst kriegt man die ja nochmal schön drauf. Da ist noch ein großer. Ich habe noch ein großer. Ich hoffe, ihr habt genug Blümchen. Ich hoffe, die sind nicht in das Säckchen verloren gegangen oder so. Da habe ich noch einen gelben, da noch ein orange. Und die kleben wir dahin. Da mal vielleicht noch einen kleinen Orange, ne? Oh, da mag mein Finger. Da mag mein Finger ein bisschen zu gern. Oh, ich kann nicht aufhören. Muss ich sie jetzt wirklich alle verwenden, ne? Noch ein Blümchen hier und noch ein Blümchen da. Ja, süß. Dann wäre sie ja eigentlich schon fertig, die Karte. Außer man möchte natürlich noch ein Sprüchle reintun. Vielleicht werde ich das auch reintun dort. Ella, so schreibt liebe Eve wieder eine tolle Karte. Es macht Spaß, auch nur zu zuschauen. Weil ich das liebe. Die Angela schreibt, da kann ich leider nicht mehr davon machen, weil ich die Stanzform mit dem Fensterrahmen nicht habe. Oh, das ist jetzt schade. Oh je, oh je, oh je. Ja, geht sich's diesmal nicht aus, noch einmal eine zu machen. Oh, ja, das tut mir leid. Ja, die Fensterladen haben mich seit dem Rauskommen von dem Frühlingskatalog so richtig so
Ja, ich wollte sie haben, ich wollte sie haben, aber wann kann ich das dann wirklich reinbringen im Kartenbuffet und brauche ich das und hin und her? Und hab sie mir denn doch noch haben müssen, natürlich. Wieder eine super schöne, detailreiche Karte, schreibt Janine, Dankeschön. Da ist noch das Link zum Album, das ist ja voll cool. Ich schaue mich gerade noch, ob ich da noch einen Stempel habe für innen drinnen. Freunde, das sind die Blumen im Garten des Lebens. Das wäre doch auch noch schön. Das wäre doch auch noch schön. Und das ist das Stempelset, was zu den Standsformen dazugehört. Ist in Englisch. Natürlich für Leute, die mit Englisch wenig zu tun haben, leider in Englisch. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein Stempelset mit Mehrwert, weil du hast da auch eben diese Fensterlader. Stempel, Fensterstempel, tolle Kanne und da auch die ganzen Blumen, die man denn in der Kanne stempeln kann. Ja, Töpfler und so weiter, das ist schon ganz süß. Das kann man denn so genauso am Rand stempeln. Das ist schon ganz süß. Aber ich glaube, ich lasse mein Kärtchen so. Einfach mal was anderes, schreibt Nina. Tolle Idee, Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt die Karte gesehen, weil ich drehe jetzt noch kurz um. Ich möchte da noch ganz schnell. So, jetzt seht ihr noch mal kurz meine Decke, gell? Hallo! Das bin ich. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr mitgeschaut habt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, dass ich jetzt nicht in der Gruppe live war, sondern auf meiner Stamping It Up With Eve-Seite. Ich weiß es echt nicht, was heute passiert ist. Einfach nicht genau genug geschaut, vielleicht. Ich weiß es nicht. Nächste Woche versuche ich wieder live zu sein in die Gruppe selbst. Aber ich finde es ganz toll, dass vielleicht ein paar mitschauen haben können, die das Kartenbuffet noch gar nicht kennen. Also das mache ich auf monatlichen Basis und dann bin ich jeden Samstag bin ich live. Da kann man dann mitbasteln und dann hat man eben das Säckchen zu Hause mit aller Materialien drinnen, die man braucht, um die Karte zu machen und mitzubasteln. Du brauchst ja nur noch Kleb, vielleicht ein Scher. Ja, und sonst ein Stempelchen oder ein Sticker oder. Da sind die Leute recht kreativ. Ich bin voll begeistert. Mit wie wenig ihr das eigentlich macht. Ich finde das voll super. Ja, Mai, noch zur Erinnerung. Morgen habe ich wieder eine Sammelbestellung. Also wer noch was braucht, gell? Meldet dich bis 8 Uhr. Um 8 Uhr sitze ich mir wieder dahin und mache diese Bestellung. Danach weiß ich nicht, wann die nächste Bestellung ist. Wird wieder natürlich danach wieder passieren, aber vielleicht nicht so schnell und auch nicht rechtzeitig, um es dann mitschicken zu lassen für dein Kartebuffet April oder für mein Geburtstagsbingo. Weitere Infos über mein Geburtstagsbingo, die folgen dann noch. Morgen wahrscheinlich oder vielleicht schaffe ich es heute Abend, je nachdem, wie schnell das Uploaden und Downloaden und es ist nicht meins. Es ist nicht meins, aber ich mach's. Es macht Spaß und ich finde es toll, dass ihr mitbasteln könnt. Was schreibt ihr denn? Ganz nettes wieder da in den Kommentaren. War nicht tragisch, schreibt Janine. Gott sei Dank. War nicht tragisch. Oh, gefällt mir gut, schreibt Angela. Danke und einen schönen Abend. Dir auch einen schönen Abend. Einfach mal was anderes. Tolle Idee. Ja, mal wieder was anderes. Eber, ich musste diese Fensterlade verwenden. Sie sind einfach süß. Ich habe Fensterlade voll gehabt. Ich weiß nicht. In Holland ist es Ehrenseltenheit, dass man Fensterladen am Haus hat. Und wo ich dann in Österreich unterwegs war, da war so, oh, da ein süßes Häuschen, da ein süßes Häuschen. Ah! Es gibt einfach Charakter. Volle schön. Also, warte mal, die Kommentare springen da ein bisschen. Warte mal. War nicht tragisch. Dankeschön, schreibt Johanna. War wieder toll mitzubasteln. Danke, Johanna. Kannst du. Die Kommentare hüpfen ein bisschen herum, muss ich gerade mit der Maus helfen. Nina schreibt: Kannst du das Bingo in April nochmal erklären?
Das habe ich am Anfang gemacht, jawohl. Ich erkläre es noch im Kurz, so in schriftlicher Form folgt das später auch noch als Post. Ich habe ja in April Geburtstag, am 24. Zum Anlass von meinem Geburtstag suche ich schnell meinen Notizzettel. Ich glaube, ich weiß es, aber wegen der Datum. Am 23. möchte ich dann mit euch basteln. Aber nicht einfach nur ein Basteln. Wir machen ein Bingo-Basteln. Bingo ist nicht nur für alte Leute. Ich finde Bingo nämlich voll cool. Vor allem, wenn es denn natürlich ein paar Bastelsachen zu gewinnen gibt. Es gibt drei Preisen am 23. Man kann nicht mehr als einen Preis gewinnen. Ich habe es so gemacht mit der Regel, dass man wirklich nur einmal gewinnen kann. Wenn man denn zufällig so viel Glück hat, dass man noch einmal gewinnt, geht der Preis einfach an der Nächste. Weil sonst wird es ein bisschen unfair. Das ist dann so, ihr könnt bis der 15. April könnt ihr euch anmelden für das Bastel-Bingo, Geburtstags-Bingo, Birthday-Bingo, kann ich es auch noch nennen. wir machen jetzt zuerst das Bingo, da gibt es dann was zu gewinnen und dann basteln wir zusammen. Das Tolle daran ist, dass ihr auch ein Stempelset mitgeschickt bekommt. Also ihr könnt wirklich mitstempeln auch, das ist mit einbegriffen in der Preis. Ihr kriegt dann ein Stempelset, ihr kriegt Farbkarton, Designerpapier, Schnickschnacki, Bändel, alles ist dabei. Kleb ist nicht dabei. Und das einzige Nachteil dran ist, was eigentlich auch ein Vorteil ist, ist, dass man es selber schneiden muss. Dann bleibt natürlich auch ein bisschen Papier übrig, um dann danach noch kreativ zu werden mit den Sachen. Es gibt nur 14 Plätze und eins ist schon besetzt, weil eben diese Stempelsets habe ich nur eine gewisse Anzahl da und kann man nicht mehr bestellen. Ich freue mich. Ich bin einfach gespannt, wie das funktionieren wird, ob es funktionieren wird. Das ist ein bisschen mein Test, aber ich freue mich, das einfach mal auszuprobieren und zusätzlich noch was anbieten zu können, weil es mit den Workshops hier in meinem Zimmer noch nicht so gut ausschaut. Und ich dachte mir, Kartenbuffet macht ganz viel Spaß und mittlerweile habe ich gedacht, bin ich ziemlich geschickt geworden in das Live-Sein, nur muss ich in die richtige Gruppe live sein. Jo, das wird schon. Ich glaube, das wird schon. Das wird voll cool. Und eben. Bingo! Bingo spielen ist cool. Die Martina schreibt, wünsche euch alle noch einen schönen Abend und bis nächsten Samstag. Genau, nächsten Samstag basteln wir ja wieder. Da basteln wir das frohe Ostern-Säckle. Angela schreibt, mein Opa hatte auch am 24. April Geburtstag. Echt? Ist ja auch ein Stier. Cool. Ah, habt allen einen wunderschönen Abend. Auf jeden Fall. Super, vielen Dank, wird da geschrieben. Vielen Dank für den tollen Kartenabend. Mei, super, ihr seid so toll. Wir haben so eine tolle Gruppe. Echt, das bringt mir so viel. So schön. Cool, eben. Die Janine hat schon geschrieben, die Infos kommen erst morgen online. Ja, aber ich habe es gerne noch einmal erzählt. Ist überhaupt kein Problem. Erinnerung, letztes Mal, morgen Abend ist meine Sammelbestellung. Also wer noch was braucht, gibt mir bis 8 Uhr morgen Abend Bescheid. Sonntagabend 8 Uhr. Ich habe nämlich voll oft, dass ich dann am Montagmorgen eine Nachricht kriege. Mei Yves, ist deine Sammelbestellung schon vorbei? Das tut mir dann immer so leid. Da denke ich mir, ich hätte es dir voll gerne mitbestellt, aber ich kann nicht jeden Tag, jede Woche losschicken. So groß ist mein Kundenkreis noch nicht. Also, schönen, wunderschönen Abend war es und wird es hoffentlich weiterhin für euch auch noch. Ich hoffe, ihr schlaft gut und könnt morgen den Sonntag in alle Gesundheit genießen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss!